Ich habe euch gesagt, Freunde, heute kommen zwei Videos online und ja, Freunde, wir halten unser Versprechen und deshalb kommt heute das zweite Video. Diesmal geht es nicht wieder um diese ganze TikTok-Szene, ja, und Arafat und keine Ahnung was. Ist schon mittlerweile traurig, dass ich Arafat und TikTok erwähne. Dieser Mann hat es echt geschafft. Aber egal, Freunde, das ist nicht unser heutiges Thema. Heute geht es um die Jindawis. Meine erfolgreichsten Videos auf meinem YouTube-Kanal sind die Videos über die Jindawis. Deshalb bin ich verpflichtet, über dieses Thema zu reden, denn ich muss dazu sagen, das Thema, über was wir heute reden, ist ein echt sehr, sehr trauriges Thema und ich möchte sehr gerne mit euch darüber reden. Also schnacken wir nicht lange rum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Releaked. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die Jindawis sind einer der erfolgreichsten YouTuber, Influencer im deutschsprachigen Raum. Sie haben etliche Millionen Klicks, viele Leute feiern die und warten jede Woche auf ihre Vlogs und auf ihre Videos. Sie haben wirklich es so weit geschafft, dass sie beliebter denn je sind. Und eines muss gesagt werden, auch wenn man beliebt ist, kommt Hass mit hinzu, Neid mit hinzu und sehr viele Probleme. Die Welt ist nicht rosarot, sondern die Welt kann echt ab und zu auch zurückschlagen. Und das ist gestern leider Gottes bei den Jindawis passiert. Ihr müsst euch vorstellen, Nedr Jindawi hatte gestern sein Profispiel, sein erstes Debüt, Fußballspiel bei der Hertha BSC und hat sogar dort das vierte Tor geschossen und war echt hervorragend. In diesem Match war auch seine Frau anwesend, Luisa Jindawi, sowie seine Tochter Imani Jindawi und gewisse Personen, die sich aber verdeckt gehalten haben, um nicht erkannt zu werden. Ob es die Schwester von Nedr ist oder die Cousine oder sonstiges, wissen wir nicht, Freunde, aber sie waren definitiv auch bei Luisa dabei. Das Traurige an allem ist, dass Nedr in dem Zeitraum, wo er Fußball gespielt hat, also nicht bei Luisa war, Luisa fast angegriffen wurde. Ihr müsst euch das mal richtig vorstellen. Sie war am Fußball gucken und Jugendliche wollten Luisa packen, sie wollten zu ihr hingehen und das ohne Sicherheitsabstand, Freunde. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, die gehen zu ihr hin, packen sie an und. Das Ganze ist wirklich sehr schlimm ausgeartet, das sieht man im Video, wo dann gewisse Jugendliche, auch einer, der bei Luisa war, aufgestanden ist und gesagt hat, ey, hört jetzt auf, geht weg und lasst die Luisa in Ruhe, weil auch Imani bei Luisa war. Wir gucken uns mal gemeinsam das Video an, Freunde, und schauen uns an, was da genau passiert ist. Das Video ist leider ein bisschen kurz, aber gucken wir mal. Ich hab doch gerade was gesagt, oder? Nach hinten, los, reicht mir. Nach hinten, durch. Das Video unterbricht genau an dieser Stelle. Wir sehen Luisa sitzen, die halt so tut, als wäre nichts, um keine Aufmerksamkeit diesen Leuten zu geben. Gleichzeitig ein Mädchen, das eine Haube drüber anhat, um nicht erkannt zu werden. Sie hat auch Imani in der Hand, also sie gehört definitiv zu Luisa und zu Nedr. Wer sie genau ist, kann ich leider nicht sagen, kann man nicht sehen. Und neben ihr nochmal ein junger Herr, der danach aufgestanden ist und dem Mann, der gerade gefilmt hat, gesagt hat, ey, man hat gemerkt, die Stimmung war sehr angespannt und der junge Mann hat auch mehrmals gesagt, ich habe es euch zu 100 Mal gesagt, lasst sie in Ruhe. Also die wollten die Luisa irgendwas antun, das war echt schlimm. Gucken wir uns nochmal die Szene an, um zu sehen, wie das genau nochmal war. Gucken wir nochmal. Ich habe doch gerade was gesagt, oder? Nach hinten, los, reicht mir. Nach hinten, durch. Man sieht auch, dass hinter Luisa auch nochmal ein junger Mann steht. Also insgesamt waren sie zu dritt, die sozusagen Luisa beschützt haben vor diesen Leuten. Ich finde das mega krank, Freunde. Eines muss ich wie gesagt sagen, wenn man beliebt ist, wenn man bekannt ist, passieren halt solche Sachen. Sie ist nicht die erste Person, die sowas passiert. Das Problem halt bei der ganzen Sache ist, dass sie ihre jüngere Tochter Imani dabei hat und die ganze Sache sehr gefährlich sein kann. Andererseits, meine lieben Damen und Herren, gibt es halt leider Menschen, die das nicht kennen, so Privatsphäre etc., sondern die gehen gleich auf die Person hinzu und ey, keine Ahnung, die verstehen halt nicht, dass ab und zu, ey, lass mal die Person in Ruhe. Sie kommt nur das Match schauen und will dann wieder gehen. Ich wollte euch unbedingt diese Szene zeigen, weil viele Leute unten in den Kommentaren Luisa sehr kritisiert haben. Sie haben gesagt, guck mal, die achtet nicht mal auf ihre Tochter, schaut sich das Match an, tut so, als wäre nichts. Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Sind diese Beschwerden gerechtfertigt oder diese Nachrichten von den Leuten? Lasst es mich wissen, meine lieben Damen und Herren. Ansonsten wünsche ich euch alles, alles Beste. Seid aktiv. Wenn es weitere News gibt, werde ich natürlich Videos dazu machen. Bis zum nächsten Mal. Peace.